Make him free. Ja, dann befreien. Sieht auch heftig aus, Alter. Ja, auch oben, wie das da alles so zusammenführt mit den ganzen... Sind das auch Köpfe? Ja, auch Köpfe. Oh, krass, Alter. Warum ist es so ruhig? Die Ruhe vom Sturm. Ja. Tatsächlich will ich Cthulhu nicht befreien. Irgendwie in allen Geschichten ist das nicht gut. Irgendwie. In allen. Und er ist wach. Wo landen wir jetzt? Also, normalerweise geht schon, allein wenn Cthulhu mit den Leuten spricht, in den Träumen, werden die wahnsinnig. Oh. Nur in den Träumen. Und wir erwecken ihn. Okay, let's go to the jungle. Tja. Was hab... Aber wenn wir jetzt Cthulhu befreit haben, dann kommt der denn auf unsere Insel hierher? Also, werden wir jetzt demnächst angegriffen? Das weiß ich nicht. Also normalerweise ist es ja so, dass Cthulhu in Rillier ist. Ja. Ja, seine Stadt unter Wasser. Dort schläft der träumende Gott. Dort liegt der träumende Gott und irgendwie ist es nicht tot, was ewig ruht oder ewig schläft. Selbst im Tod ist dann die Zeit besiegt oder irgend so was, der Spruch. Also, ja, yeah. Also er dürfte jetzt nicht auf dieser Insel sein, es sei denn, Rillier liegt, können wir jetzt hier ins Wasser? You are now bound by his causality. All you have to do now is open the gate for the great old one. Alter, das ist... How is this going to help me find my daughter? We have to nuts things first, before we bring her back. What do you mean, bring her back? Do not get ahead of yourself. I need you to stay focused. All right. But what did you mean by nudging things? It's one of these... Laser beams has an effect on this world. You and your will are the key to disrupt their influence. My father used to speak of how we're not in control. That our fate is sealed from the moment we're born. And that is why we were meant to be fishermen in our family. Was, Alter, macht das nicht? Das ist total uncool, Alter. Naja, er würde alles für seine Tochter machen, ne? Ja, also. Aber wir wissen doch wieder, dass jetzt die Tochter, die ist doch nicht einfach nur die Tochter. Da ist da passiert da irgendwas. So, Ponuckel-Ede. Okay, na, das müssen wir jetzt sortieren. So, er kommt. Hä? Hey? Ist das bloß blöd oder was? Ja. So. Der Pinocchio. Und hier hin. Also, Chapeau nochmal an den Soundtrack. Der ist wirklich geil. So, und einer fehlt, wa? Einer fehlt. Haben wir den einen in der Hand? Nee, ne? Nee, also, jetzt nicht. Ist? Okay. Nee, okay. Ja, okay. Müssen wir jetzt hier nochmal irgendwie einen Strand absuchen oder was? Also, mich würde auch mal interessieren. Also, die. Ist das irgendwie. Ist das jetzt für dich nachvollziehbar, wenn du dich jetzt, sag mal, mit diesem ganzen Mythos um Cthulhu jetzt nicht so auskennst? Leider nicht. Also ohne dich, glaube ich, würde ich den Hintergrund der ganzen Geschichte
wäre für mich ein böhmisches Dorf ein bisschen. Also es ist klar, wenn ich jetzt, wie gesagt, dadurch, dass ich das Buch ja nicht gelesen habe und auch die Hintergrundstory nicht so ganz kenne, ist es jetzt, wir haben zuerst einen Fischgott quasi befreit. Oh, da ist Alter, was. Hier, guckst du. Aber diese Parallelwelt, das hätte mich komplett zerrissen. Ich wüsste nicht, wie die Parallelwelt zu deuten wäre. Ja, wo wir jetzt eben halt bei Cthulhu waren und allem drum und dran. Und das ist alles für mich so... Ja, es ist eine andere Welt, aber warum sind wir hier? Also klar, um unsere Tochter irgendwie zu retten, machen wir das, was uns gesagt wird, aber... Nee. Also ohne dich wäre ich aufgeschmissen, sag ich so, wie es ist. Also sag mal so, das Spiel setzt halt wirklich, glaube ich, ein bisschen... Also es funktioniert auch ohne Vorwissen, aber ich glaube, es entfaltet erst seinen Charme, wenn du wirklich etwas Vorwissen in diesem Cthulhu-Mythos hast. Aber nichtsdestotrotz muss ich sagen, es ist ein tolles Spiel, wirklich irgendwie. So, jetzt haben wir hier den Pinocchio eingesetzt. Wollte gerade fragen, bist du dir sicher, dass das der richtige Pinocchio da ist an der Seite? Nee. Der nicht. Ist der nicht da in die Mitte? Da, jetzt links? Ja, da, der da? So, oder? Wir können uns nicht mehr bewegen. Wir können uns bloß noch umschauen. Ja, okay. Hallo! Das sind jetzt... Who is this mortal? How is it possible he has the eye of the gatekeeper on his hand? That's impossible. The eye, it's impossible. Something greater in the shadows. Something is forcing his hand. You seek an audience with the great old one. Yeah. I do. Okay. What? Da ist er. Okay. Oder auch nicht. Ja. Okay, und sie können nur leben, wenn die Sterne richtig... Okay. How did you come by this artifact? I made a pact with the Dark Shadow. The Dark Shadow? What led you straight to? What did he promise you? That I would grant you something in return? We are enough of them would fail. The void is coming. How about I will keep you alive to witness the destruction of your pathetic war? My echo infiltrates the minds of men. You and your kind will face extinction. Oh, okay. Okay. Oh, guck mal, hier ist Stargate. First cycle is broken. There is a key in the middle. Find a way to empower the artifact. Who would have known that things like him existed? Your mind remains unhinged. Jawohl, okay, alles klar. Das sieht aber auch nicht gut aus. Also wir müssen jetzt das Artefakt hier irgendwie in Gang kriegen. Und... Ja, aber wie? Okay. Oh, Alter, müssen wir jetzt hier wirklich... Guck mal, da hinten müsste man wahrscheinlich hinlaufen. Du musst wahrscheinlich erstmal alle so in eine Form bringen, in eine Richtung. Wahrscheinlich. Okay. Also, anscheinend müssen diese Steine hier zum Schweben gebracht werden. Mhm. Und... Das sind drei Stück. Okay, also müsste jetzt da hinten der noch sein. Also redet die ganze Zeit Niala Totep irgendwie zu uns. Der ist, und jetzt bitte die Leute, die sich damit jetzt richtig auskennen, bitte flamet mich jetzt hier nicht.
Aber ich glaube, Nyala Totep war so was ähnliches wie ein Bote. Ne? Oder so, so ein Verkünder irgendwie. Aber ist schon ein bisschen jetzt her, bitte, Leute. Ne? Seid mir nicht böse, wenn ich jetzt etwas falsch liege. Irgendwie. Ihr werdet euch wahrscheinlich gerade die Haare raufen. Irgendwie. Ich glaube, Nyala Totep hat in am meisten in allen Geschichten irgendwie, also ursprünglich ja nur von H.P. Lovecraft erfunden, hat sich ja dieser Kosmos über mehrere Schriftsteller weiterentwickelt. Ja, die haben ja alle zu diesem Kosmos beigetragen, irgendwie, ich weiß gar nicht, Clark Ashton Smith und Ronnie Howard zum Beispiel. Von daher, ich weiß jetzt gar nicht, aber in vielen Geschichten irgendwie kommt Nyala Totep quasi als flüsternder Schatten und nimmt direkt mit den Leuten Kontakt auf, irgendwie. So, das war... Oh, okay. Wir müssen sie drehen. Den versteinerten Dönerspieß. Ah, okay. Klick, okay. Und schon sind wir wieder am Arsch hier, Alter. Oh, da kommt der Teleport. Nein. Also die andere Welt fing schon übel. Ja, irgendwie ist schon... Die ist heftig. Ja. Hi. Neon City. So ein bisschen Cyberpunk. Cyberpunk. Jetzt kommt bestimmt gleich Keanu Reeves hier um die Ecke. Als wie? Johnny Silverhand? Oder wie heißt er? Bei Cyberpunk? Ich hab Cyberpunk also, völlig gespielt. Namen so, Benny. Ja. Ah. Ja, ich würde rechts gehen. Also nicht da lang. Ich würde auch sagen, ich geh mal hier. Wir kommen jetzt nicht so richtig fetzig vorwärts hier irgendwie. Das ist schon Sprinten? Das ist Sprinten. Oh Gott. Ich muss hier Pinocchio hier anmachen. Komm mal auf hier, das Ding, die Schnecke. Was? Okay, die Tür geht einfach nur wieder zu. Das ist schon mal gut. So gerade erschrocken, ey. Mann. Ich gehe. Was? Nee, Alter. Nee, der kommt da nicht durch. Sicher? Das ja. Sieht so aus. Nee. Dann müsst ihr erstmal einen Knopf drücken. Den findet er nicht. Ja, ich. Genau, mein Glück. Sorry. Ach so, du musst. Nee. Hä? Muss jetzt genauso aussehen wie da vorne, oder was? Nee, die bleiben ja parallel stehen. Also, wenn du. Der obere bleibt ja auch stehen, wenn du ihn. Und, wenn du den da stehen lässt. Müssen die alle. Gerade zueinander sein? Scheint so. Ah, okay. Guck so, mal auf die Schnecken. Nein, die lass mal schön zu da, den Darmausgang. Ach du Scheiße. Ah, schön. Hey, hey. Ey, kann mich. Das ist Rennen. Lasst mich. Geil. Grab me, no. Und ich krieg Damage, das ist doch scheiße. Aua. Ja, aber ich kann doch nicht mal. Ich kann hier nicht machen, Benny, Alter. Auch mit dem Artefakt nicht? Irgendwie abschießen? Dir den Weg frei boosten oder so? Nicht so aus. Okay. Fast. Guck mal links und rechts, die Zähne. Oh Gott. Oh, das ist echt eklig, Alter. Es guckt dich an. Alles gut? Jetzt hängt... Oh, schöne Armbanduhr, neue. Schön. Haben wir jetzt hin. Oh, das ist ekelhaft. Das ist wirklich eklig. Wenn man jetzt wirklich so in Gedärme, also Cthulhus Gedärme. So.
Okay, und da vorne kommt schon ja Lord Kotzelot. Aua! Schnell. Oh, okay. Der hat uns jetzt mal schnell gerade auseinandergenommen, der Kumpel. Ja, das Blöde ist halt wirklich, irgendwie, du kannst sie halt echt anscheinend nur so ein bisschen stunnen. Ja, ich glaube, du musst dann so mit links, rechts, geradeaus ihn so ein bisschen mit Umwegen beschäftigen. Nee, das ist, du kannst ihn noch nicht mal. Aua. Okay, alles klar. Oh, du kannst ihn kaputt machen. Geil. Okay, na, hätte ich dies gewusst. Cool. Oh Gott. Oh Gott, so viele Zähne. Was ist das? Habt ihr ihn jetzt hier hingenubbeln? Geht's. Ja, dann gehen wir doch glatt durch. Eine einzig riesengroße Schließmuskelparty hier. Ja, okay. Also den kann ich... Okay. Da kommt er. Jawoll. So, jetzt kommt aber sein Bruder oder so. Ach, siehst du, ich sag's ja. Ist das eklig, Alter. Ich stell mir das gerade vor, was ist, wenn du die nicht kaputt machen würdest, würden die dann am Ende irgendwie zwei Stück am Arsch kleben? Ja, wahrscheinlich. Also, ach, geil. Ja, nicht super. Total schau. Was ist jetzt? Wo sind jetzt hin? Da sind Zähne. Immer da, wo die Zähne sind. Ich soll zu den Zähnen? Ist das denn ernst? Ja, immer dahin. Nee, da hinten hin. Nee, sag da. Nee. Da hinten hin, Benni. Ich verirre mich hier lieber im Enddarm. Aber hier geht's doch nicht weiter. Oder? Also mir ist jetzt hier gerade nicht wohl, Benni, wa? Sag mal, wie es ist. Ja, aber ich. Ruf ich jetzt wieder zurück? Ja, du läufst doch jetzt gerade wieder zurück, oder nicht? Sicher? Okay. Ja, ich bin hier hoch. Stimmt. Ich sage, du musst zu den Zehen. Ob du willst oder nicht? Ja. Nee. Alter, ist das ein ekelhaftes Level-Design irgendwie. Muss ich sagen, Chapeau, Freunde. Da schau ich mal. Die ekelhaften kranken Typen. Ja, vor allem, wo... Ich hab das Gefühl, als ob da noch irgendwo ein Monster auf uns wartet. Alter, mach mich nur noch fertig hier, ey. Wir müssen ein bisschen an deiner Motivationsräder arbeiten hier, mein Freund. Ja, wenn ich nicht spiele, ist es für mich einfach. Dankeschön. Ist das jetzt? Sind wir jetzt hier an seinem Herz? Alter, ist das einfach nur eklig. Oh nee. Was ist jetzt hier? Aha. Ah, okay. Okay. Ah, macht uns das Tor auf. Okay. Ach du Scheiße. Oh, macht das Tor wieder zu, komm. Alter, was ist das denn? Das ist so ein Boss. Sieh doch, komm. Okay, hier mal. Ah, okay. Die also ausmachen. Er bewegt sich! Nein, Benni, er bewegt sich!
Oh, ich bin hart gestresst gerade. Ich bin hart gestresst. Oh, ich will ja nicht wissen, was jetzt gerade hinter mir ist. Guck mal nach hinten! Nein, mich nicht. Oh Gott! Oh, guck mal, die machst du doch alle platt! Ja, das Problem ist jetzt ganz schön viel. Hat der Ding aus. Und nun? Das war so eine Kugel. Treffen? Ja, ich glaube schon, oder? Ist jetzt? Nee, glaube nicht. Okay. Oder? Ich weiß es nicht. Guck dir da an, ich muss halt anfassen. Oh. Ist das ekelhaft, Alter. Ich muss an seine Bälle. Ich muss ihn an seiner Murmel rumfummeln. Oh, bitte, bitte Strand, bitte Strand, bitte, bitte, bitte Strand. Jetzt gehen wir wieder in den Jungle. Oder auch nicht. Nein, es ist... The heads of the fallen. They were once the sons of another god. Beware. They can manifest things that were and things that are. Ich verzeug hier die Köpfe. Oh Gott, sollen wir da reinlaufen? Kannst du da bestimmt rein? Okay, du kannst die Augen anmachen. Ja. Oh, oh shit, oh shit. Das an, das an, das an. Oh ja, hast alle. Cool. Wo ist denn Hessia Hand? Da, in seiner Hand. Da hast du Scheiße. As the universe itself unfolds before your very eyes. The Watcher. They gave the world warmth and dimensions. Jetzt. Joxotot. War der jetzt ein Torwächter? Scheiße. Ich glaube, das ist Joxotot. Azathoth, nee, Azathoth. Ich muss Azathoth. Don't lose yourself, but in the end, it is all part of this dream. Your seed, you will understand. He's beautiful, a perfect boy, that's what we ask for. We should name him Andrew. Das sind jetzt unsere Eltern. Ich würde mal sagen, ja. Das sieht geil aus. Also wirklich cool gemacht. Echt? Moment, haben die uns hier abgegeben? Und so ein Portal? Great entity. Accept this boy out of your good sense. Nein! Eltern des Jahres. Ja, da sag doch mal danke, Mami. Danke, Papi. Ihr seid ja super. Dad? Mom? I'm lost! There's a monster here! Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Schau. Einfach total schau. Thank you.
Da ist eine Schere drin. Ich muss bahn gehen. So, was. Was hat die da in den Händen? Ein Kind? Yes, she is. You know, I was thinking of getting out of the fishing business. I can't imagine leaving you for months while you have to raise our child alone. What if something happens? I'll see about a job in town next week. Breathe. Stay with me. Stay with me, Martha. I need you. Stuff in the boat, Ellie. Krass, also schon schön inszeniert. Wirklich geil inszeniert. Ich frage mich, welche Muttersprache die Tochter hat, weil die Klang geht sehr russisch. Aber geil gemacht. Geil gemacht. Ach, jetzt müssen wir überall die Bälle aktivieren. Müssen wir alle aktivieren. So. Okay, können wir uns nicht mehr bewegen. Dad, over here. Over here. Ellie, is that you? Ellie, stay right there, I'm coming. She is not your daughter, Andrew. She was never real. What? What do you mean? She was never real. Since the beginning. I felt that the only way to enjoy this boring reality was to change it. But I was in need of someone. Someone with purpose. You see, all the people I brought to the island had no purpose. No meaning. But you, Andrew. You are my favorite. I made those memories for you. I created a daughter that you never had. I was always there for you. No. No. It's not possible. Stop lying to me. I did what you asked for. I'm getting her back. Perhaps there is still a way to make her real if you manage to reach her. Your strong will can influence Azathoth's dream. What did you do to me? Okay, also ich kann's jetzt nicht beeinflussen hier irgendwie. Glaube ich. Also, ich kann jetzt hier nichts drücken. Nee, ich glaube, das ist so gewollt. Ja. Ja, krass. Ist ja schon, also finde ich ja schon heftig, dass da einfach eine Gestalt sagt, so hier, du bist mein Liebling und alles, was du erlebt hast, die Tochter, die du eigentlich niemals hattest. Ich weiß gar nicht, hatte er denn auch nie eine Frau gehabt? Wäre da so die nächste Sache? Und einfach nur damit er einen Grund hat, ihm zu folgen oder das zu machen, was er sich wünscht. Ja, wahrscheinlich, halt. Wie so ein Haustier, ne? Irgendwie. Alter. Ist ja ein Haustier. Was für eine Arschlochgestalt. Naja, Azathoth, wa? Ist halt irgendwie jetzt nicht unbedingt so der Nice Guy, sag ich mal, im Cthulhu-Universum. Oder im Lovecraftian-Universum, aber geiles Spiel. Geiles Spiel, hat mir super gefallen. Wie gesagt, ich bin ein großer Fan dieser Mythologie irgendwie, auch wenn ich jetzt nur nicht alle 100% auf die Kette bekommen habe, aber super, hat sich geil angefühlt, das Spiel irgendwie, und hat eine geile Atmo gehabt. Muss ich mal wirklich sagen, irgendwie. Hat mir gut gefallen.
es gibt ja viele Spiele über den Mythos. Ja, das ist schon allein Call of Cthulhu, das ursprüngliche Adventure, ich glaube Dark Corners of the Earth ist es. Oder, weiß der Geier was, das neue Call of Cthulhu oder Sinking City, die sind jetzt, glaube ich, in den letzten Jahren rausgekommen. Die sind halt sehr cool. Ja, ich denke, es wird nicht der letzte Exkurs ins H.P. Lovecraft-Universum gewesen sein. Und ich hoffe, euch hat's gefallen. Mir hat's gefallen. Benni, hat's dir gefallen? Mir hat's auch super gefallen, aber bevor wir jetzt abmoderieren, du wolltest noch gerade was holen für die Zuschauer. Ja, das machen wir beim nächsten Mal. Okay. Das machen wir beim nächsten Mal. Okay, ihr Lieben, dann hoffe ich irgendwie, ihr lasst ein Like da, ihr lasst ein Abo da, irgendwie aktiviert den Kanal, aktiviert die Glocke, um nichts zu verpassen, was da noch so Schönes kommt auf dem tollen Kanal. Und ansonsten lasst ein bisschen Liebe da, zeigt, dass ihr da wart und wir sehen uns beim nächsten Projekt. Ciao. Tschüss.